Herzlich willkommen bei Tobis TV. Heute werde ich euch zeigen, wie man das Glas bzw. den Digitizer bei einem Sony Xperia Miro wechselt. Solltet ihr Ersatzteile und Werkzeuge benötigen, findet ihr alles unten in meiner Videobeschreibung verlinkt. Einfach mal durchlesen. Also nehmt eure Werkzeuge in die Hand und lasst uns loslegen. So, fangen wir mal an. Als erstes schalten wir das Handy aus, entfernen Backup und Akku. Mit einem Torx-Schraubenzieher der Größe 5 lösen wir die 6 Schrauben der Rückseite. Anschließend nehmen wir einen Kreuzschraubenzieher und lösen die letzte Schraube der Rückseite. Danach einfach die Rückseite ausbauen und auf die Seite legen. Als nächstes entfernen wir eine Schutzfolie, öffnen den herunterliegenden Clip und holen das Flexkabel raus. Jetzt das Mainboard in deine Richtung anhebeln. Achtung, auf der unteren Seite sind noch weitere Flexkabel dran verbunden. Das Mainboard bitte nicht komplett entfernen, sondern einfach nur umdrehen. Anschließend entfernen wir eine weitere gelbe Schutzfolie und lösen den Digitizer Flexkabelverbindung. Nun erhitzen wir das Glas mit einem gewöhnlichen Föhn eine Minute lang auf der höchsten Stufe. Wenn ihr das habt, nehmen wir jetzt ein flaches Metalltool und entfernen den kompletten Digitizer einmal drumherum vom Kleber. Sollte während der Reparatur die Höhemuschel rausfallen, wie in diesem Fall, könnt ihr es später einfach wieder dran montieren. Achtung, bitte nicht zu tief mit dem Werkzeug eindringen, sonst könntet ihr das Display beschädigen. Als nächstes reinigen wir gründlich den Mittelrahmen vom Kleber. Wir nehmen jetzt die Originalklebefolie und bekleben den Mittelrahmen. Danach einfach die Schutzfolie abziehen. Bevor wir den neuen Digitizer drauf machen können, reinigen wir das Display mit einem Mikrofasertuch und befreien es vom Staub. So, jetzt nehmen wir den neuen Digitizer, entfernen die Schutzfolie, schieben das Flexkabel durch den Schlitz und drücken das Glas fest runter, damit eine gute Verbindung entsteht. Wenn ihr das habt, können wir das Xperia in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Als erstes verbinden wir das Flexkabel und bringen die Schutzfolie wieder an. Als nächstes klammern wir das Mainboard wieder zurück an die richtige Position und bringen das Flexkabel wieder an. Jetzt die Rückseite wieder montieren und festschrauben. Als letztes noch Akku und Backup wieder einbauen und prüfen, ob ihr alles richtig gemacht habt. Jetzt sollte euer Sony Xperia Miro wieder aussehen wie neu. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Solltet ihr Ersatzteile und Werkzeuge benötigen, findet ihr unten in meiner Videobeschreibung alles verlinkt. Einfach mal durchlesen. Auf der linken Seite kommt ihr zu weiteren Tutorials zu eurem Gerät und auf der anderen Seite findet ihr die aktuellen Smartphone-News. Links und rechts findet ihr alle Social Media, wo ich drin vertreten bin und direkt unter mir könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.